Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich möchte mit euch heute ein veganes Rezept machen, und zwar Linsenbratlinge, und wir fangen auch gleich an. Ihr braucht 150 Gramm grüne Linsen, 4 Esslöffel Mehl, das sind etwa 60 Gramm, einen halben bis einen ganzen Teelöffel Curry, etwas Cayennepfeffer, 75 Gramm Schalotten oder Zwiebeln, 75 Gramm Champignons, 75 Gramm Karotte, 75 Gramm Lauch und Salz und Pfeffer. Die Linsen solltet ihr am Abend, bevor ihr sie benötigt, in Wasser einweichen. Als erstes werden jetzt die Schalotten und die Karotten geschält und in kleine Stücke geschnitten. Ebenso werden die Champignons und der Lauch grob zerkleinert. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch ein bisschen Schnittlauch oder Petersilie mit reingeben oder auch andere Kräuter. So, als nächstes kommen dann die Linsen. Die lässt man einfach kurz abtropfen und gibt sie dann in eine Schüssel. Dazu gibt man dann den Lauch, die Champignons, die Schalotten bzw. Zwiebeln und die Karotten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein paar Kräuter dazugeben. Und dann würzt ihr das Ganze gleich mit ein bisschen Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer und dem Curry. Und jetzt wird das Ganze einfach gemixt oder püriert. So, sollte euch das Ganze zu pürieren ein bisschen schwer fallen, könnt ihr einen Schluck Wasser mit reingeben. Allerdings kann es dann sein, dass ihr ein bisschen mehr Mehl braucht. Und eben das geben wir jetzt auch rein. Mixen das rein. Und das Ganze sollte dann eine recht klebrige Masse geben. Ihr könnt jetzt noch ein bisschen nachschmecken und das Ganze kurz mit der Hand durchrühren. Jetzt braucht ihr eine Pfanne mit ein bisschen heißem Fett und dann formt ihr die Masse zu Kugeln. Diese Kugel legt ihr dann ein, drückt sie ein bisschen flach. Passt dabei auf, wenn das Fett heiß ist, kann es natürlich ein bisschen spritzen. Also seid vorsichtig. Und wenn sie dann allmählich beginnen, Farbe zu bekommen, so dass sie einen schönen Farbton haben, einen schönen Braunton haben, dann könnt ihr sie umdrehen und auf der anderen Seite ebenso anbraten. So, das war's zu diesem Rezept. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr das Ganze jetzt nachkochen möchtet, habe ich euch das Rezept auf meinem Blog rezeptdeck.blogspot.de aufgeschrieben. Den Link findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir dann in die Kommentare oder auch Social Media technisch schreibt, wie es euch geschmeckt hat, wenn ihr es denn nachkocht. Und ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr viel, sondern nur noch das Video, was ich letzte Woche gemacht habe. Das war der Käsekuchen. Das habe ich euch etwa hier verlinkt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!